Ja, Leute, das Gerät ist montiert und ihr seht, es gibt verschiedene Möglichkeiten hier. Wir haben erstmal alles so aufgebaut, wie es sein soll. Sie ist, habe ich extra einen Ausschnitt gemacht, damit das Gerät hier oben reinpasst und auch genug Spiel hat. Hier an der Seite ist der Kabelschutz jetzt montiert. Hier haben wir jeweils immer Möglichkeiten, die Kabel zu verbinden mit den mitgelieferten Kabelbindern. Und dann ist das sauber nach hinten verlegt. Der Webserver ist unten drin. Das zeige ich euch auch gleich nochmal ein Bild von. Und ja, dann können wir im Prinzip hingehen, nachdem das Ganze unter Strom gesetzt wurde, und uns mit dem Webserver verbinden. Relativ einfache Sache. Wie schon gesagt, also wir müssen erstmal uns das entsprechende Netzwerk hier aussuchen. Und Moment. In dem Fall kennt mein Rechner das Ganze hier schon. Das ist das Ocean Motion Netzwerk. Wir können diesen Webserver nicht ins normale WLAN reinhängen bei uns. Also wir müssen die Geräte separat über dieses Netzwerk ansprechen. Ausgewählt ist es. Und anschließend gehe ich auf meinen Browser und da seht ihr auch schon, da haben wir die eigentliche Seite, die dann aufgerufen werden muss mit der 192.168.4.1. Und dann kommt ihr als allererstes auf die erste Seite drauf. Hier könnt ihr die Controller an- und ausschalten. Im unteren Bereich könnt ihr die aktuelle Uhrzeit einstellen und das Ganze geht dann über die Pfeiltasten. Zusätzlich geht es dann jetzt weiter mit der Nullstellung. Das würde uns dann helfen, wenn wir Pumpen neu montieren oder ausrichten. Wenn sie jetzt natürlich dementsprechend schon verwunden gewesen wären, mache ich mal gerade eben. Dreh die mal. Nee, geht nicht. Weil sie schon auf Null stehen. Dann würden die dementsprechend ausgerichtet. Weiter geht's im Text. Jetzt kommen wir zu der eigentlichen Programmierung. Und da hinten die andere, die auch schon montiert ist, liegt auf dem Kanal 1. Also, wir wollen die jetzt hier programmieren und suchen die dementsprechend aus. Und wir haben grundsätzlich hier immer die Möglichkeit, alle Zwischenschritte zu speichern. Sollte man auch machen. Es kann schon mal passieren, dass während der Programmierung oben die Verbindung zum Server kurz abbricht. Einfach auf Erneuern und dann funktioniert das auch ohne Probleme. Wichtig an der ganzen Geschichte ist, der Winkel geht immer vom Negativen ins Positive. Das heißt also, der kleinste negative Winkel, damit muss ich anfangen mit der Programmierung auf der linken Seite und das muss dann zum größeren Winkel hingehen. So, als allererstes haben wir aber hier erstmal die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit, die hier angegeben ist, ist die Zeit, die das Gerät braucht, um die vollen 270 Grad zu drehen, wenn ich sie bräuchte. Aber auf diese Größe ist das Ganze umgerechnet. Das fängt mit 0,5 Minuten an pro 270 Grad. Und wir können das Ganze dann dementsprechend so einstellen, wie wir das brauchen. So, ich gehe jetzt hier auf eine Geschwindigkeit von 3 Minuten pro 270 Grad, das ist so die empfohlene Einstellung. Man kann es natürlich auch langsamer stellen, also sprich, dann muss die Zahl höher werden oder schneller stellen, dann muss ich dann weiter nach unten. Ich gehe auf Speichern, nächste Einstellung. Jetzt fragt er uns nach dem entsprechenden Winkel. Und jetzt können wir über die Pfeiltasten, die links und rechts sind 10er Schritte, oben und unten sind 1er Schritte. Und wir gehen in den negativen Bereich, ihr seht, sie bewegt sich so, wie ich sie haben will. Und das ist meine linke Endposition, die ich haben möchte. Ich speichere das wieder, gehe auf Weiter. Und jetzt kann ich mir hier eintippen, also wenn er auf dieser Position ist, wie lange er da dort verbleiben soll. Das kann ich angeben und ich lasse es einfach frei. Sollte ich das freilassen,
geht er ganz einfach ab diesem Punkt weiter. So, dann haben wir die Möglichkeit, 4 weitere Zwischenpunkte zu setzen. Also angefangen von dem Minusbereich, den ich gerade definiert habe, also die minus 40 Grad. Ihr seht, die Einheit arbeitet schon. Und die könnte ich jetzt weiter definieren bis zu dem entsprechenden Endpunkt. Also es sind insgesamt dann 6 Punkte, die ich definiere, den Anfangspunkt und 4 weitere Punkte dazwischen und den Endpunkt. Jeden Punkt kann ich dementsprechend so definieren, dass er, ich sag mal, mit einer gewissen Verweildauer versehen wird, wenn man das haben möchte. Ich möchte es nicht haben, ich möchte die einfach ganz normal durchlaufen lassen. Wir gehen jetzt mal weiter. So, der stellt jetzt wieder auf die 0, weil das ist die Position 1. Und ihr seht, da könnte ich dann jetzt auch die Wartezeit eingeben. Tue ich jetzt nicht, ich klicke jetzt hier einfach mal durch bis zur Position, bis zur rechten Endposition, so, die wir da jetzt haben. Und jetzt gehe ich hin und definiere den Punkt, der mein rechter Anschlag ist. Und ich möchte tatsächlich 90 Grad haben und keine Verweildauer. Einstellung speichern. Nächste. Die Wartezeit brauche ich auch nicht. Und das wäre die Einstellung für die Futterpause. Es kann jetzt zum Beispiel sein, wie bei mir hinten am Becken, blende ich euch auch gleich mal kurz ein, ich habe da hinten einen Futterring. So, wenn da der Futterautomat dann dementsprechend Futter abgibt und bläst und mir das dann hinten ins Riff, weil die Pumpe gerade in die Richtung steht, dann bringt das natürlich nichts. Da kann ich jetzt auch einen Winkel für die Futterpause eingeben. Und die Futterpause kann ich separat uhrzeittechnisch definieren. Die muss dann mit den entsprechenden Geräten abgeglichen werden. So, aber alles in allem habe ich jetzt das erreicht, was ich wollte. Die Einheit läuft. So, das ist, wie gesagt, die Geschwindigkeit vom Hersteller. Ich gehe jetzt mal mit der Geschwindigkeit ein kleines bisschen hoch, damit ihr seht und hört. Das ist, wie gesagt, es ist ein Servomotor drin. Das ist die schnellste Geschwindigkeit, die möglich ist. Kann man so machen. Ist in meinen Augen nicht sinnvoll so schnell, aber wer es haben möchte. Ich bevorzuge tatsächlich die Herstellerangabe und mehr. Und übernehme diese. Ihr seht, das Ganze ist dann dementsprechend langsamer und ist dann auch gleichmäßiger. Es ist übrigens zu empfehlen, aus meiner Sicht her, den beiden, wenn man mit mehreren arbeitet, unterschiedliche Geschwindigkeiten zu geben, dass nicht immer die gleiche Strömung bzw. der gleiche Effekt auftritt. Also gehen wir direkt hin. Ich bin noch ein kleines bisschen durch den Wind heute. So, jetzt habe ich drüben eingestellt und wir blenden eben mal nach drüben. So, da sind wir an der zweiten und da könnt ihr hier sehen, hier hinter habe ich meinen Futterautomat, dahinter sitzt der Futterring und dieses Gerät sollte ich dann vielleicht auch mal mit der Futterpause synchronisieren. Ganz ehrlich gesagt bin ich im Moment recht faul zu. So, mal gucken, ob es passt. Jo. Hier gilt das gleiche Spiel. Ich gebe eine Geschwindigkeit an und die wähle ich hier etwas geringer. Eine 1,5. Speichere es ab und gehe auf den Winkel. Wie gesagt, erst der Negativwinkel, dann der Positivwinkel. So, hier geht der Negativwinkel nach hinten, genau, 90 Grad möchte ich so haben. Weiter, keine Verweildauer für mich, also man kann es einstellen, wie gesagt, ich kann hier auf die Wartezeit gehen, also 0,25 Minuten oder größere Schritte ab 10 Minuten, also das ist alles möglich hier, so wie ihr das wollt. Ich möchte das aber nicht, ich möchte es konsequent durchlaufen haben, vielleicht ändert es auch irgendwann mal, aber im Moment gefällt es mir so, wie es jetzt ist, am besten. Einstellen Position 1 brauchen wir nicht, habe ich gesagt, übergehe ich. Ich gebe nur grundsätzlich den ersten und den letzten Punkt an. So, jetzt haben wir das, was ich eben gesagt habe. Es kann dann schon mal sein, dass eine Verbindung verloren geht. Dann einfach die Seite aktualisieren und dann ist man wieder da. Wo waren wir? Bei der Geschwindigkeit. Weiter. Einstellung links.
Nein, ist keine 190. Speichern. Weiter. Wartezeit keine. Auch nicht, auch nicht. Ich möchte nur die Anfangs- und Endposition haben. So. Rechte Endposition. Das wäre meine rechte Endposition bei 30 Grad vorne schräg gegen die Scheibe. Und das speichere ich auch direkt ab. Nächste Einstellung, die Wartezeit, auch keine. Und Futterpause stelle ich auch nicht ein. Gut, jetzt haben wir dementsprechend beide Pumpen eingestellt. Und wir haben jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte in der Nacht einen anderen Zyklus haben. Dann kann ich hier einen Nachtmodus aktivieren, den ich einstellen kann. Wird auch über die entsprechenden Falttasten eingestellt. Und diesen Nachtmodus kann ich hier in diesem Menü auch wieder separat definieren. Also sprich, wenn ich nicht will, dass das Riff in der Nacht so beströmt wird wie tagsüber, dann stelle ich mir den Nachtmodus ein, den ich dann auch vom Winkel her, von den Verweildauern genauso definieren kann wie die normale Bewegung. So, dann habe ich noch die Möglichkeit, die Futterpause dementsprechend einzustellen. Im unteren Bereich haben wir die entsprechenden Uhrzeiten, die möglich sind, wo dann die Pumpen sich auf die entsprechenden Winkel einstellen, die ich bei der Programmierung eben dann schon definiert habe. Die Länge der Futterpause kann ich definieren. Ich kann aber auch hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt tatsächlich eine Live-Futterpause haben und beide würden sich dann in den entsprechenden Modus reinstellen. Ich deaktiviere sie mal wieder und ja, alles in allem ist es das eigentlich schon. Ihr seht, sie machen einen Bombenjob hier und ganz ehrlich, nachdem ich dann das erste Mal diese Geräte, die Pumpen hier habe laufen lassen und die über das Riff drüber geblasen sind, absoluter Wahnsinn. Also es kam Dreck aus Ecken raus. Das Riff ist ja noch nicht so alt, aber trotz alledem. Es kam Dreck aus Ecken raus, das ganze Becken war ein Schneegestöber. Aber jetzt hat sich das eingespielt und ich bin mit der Strömung äußerst zufrieden. Ja Leute, alles in allem ist das äußerst geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe damals im Blenny gab es Aufsätze auf Pumpen, die sich gedreht haben, die dann die Strömungen dann verteilt haben und alles. Und ja, das waren so die Anfänge von diesen Geräten. Aber dass es jetzt, ich sage es mal ganz ehrlich gesagt, eine vernünftige Lösung gibt für fast alle Pumpen, die wir am Markt haben, oder sehr, sehr viele Pumpen, die wir am Markt haben, finde ich äußerst geil. Weil ihr seht selber, das funktioniert wunderbar. Es gibt hier zum Beispiel für die Pumpen, die haben die unangenehme Eigenschaften, dass die, wenn die etwas zu hoch montiert werden, dass die Luft ziehen, gibt es noch Aufsätze, die hinten drauf gepackt werden. Werde ich mir übrigens auch noch organisieren und bestellen. Brauche ich hier, weil ab und zu ist es teilweise so, dass die tatsächlich Luft ziehen, aber das ist das kleinere Problem. Ja, sollte man grundsätzlich im Vorfeld auch testen, hatte ich euch ja gesagt, bevor ihr die Füße zusammenklebt, nehmt euch Teflonband, macht es erstmal vorab so und testet, wie ihr das braucht. Dann seid ihr anschließend auf der sicheren Seite. Ja, alles in allem, wie gesagt, ich werde die Dinger hier weiter verwenden. Sieht natürlich im Endeffekt nicht ganz so toll aus, aber ich habe hier aufgrund meines hohen Riffaufbaus, den ich habe, kann ich die nicht hier hinten verbauen, dass die aus dem Sichtfeld rausgehen. Das bringt bei meinem bei dem kleinen Becken hier, also es ist nur 65er Tiefe, bringt es nichts. Ich musste leider Gottes hier im Sichtbereich verbauen, aber ich denke mal, es geht einigermaßen. Sie sind ja auch schön gearbeitet, haben ein vernünftiges Gehäuse. Also ist jetzt nicht ja, sagen wir es jetzt mal ganz so, ist nicht so hässlich. aber definitiv die Leistung, die dann im Endeffekt durch diese Geräte erzielt wird, ist schon der Wahnsinn. Also ich finde die Dinge absolut genial, halte euch definitiv auch weiterhin auf dem Laufenden in meinen Tagebüchern darüber. Und es wird auch nach einer gewissen Zeit ein Review dazu geben. Und ja, alles in allem, ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, was auch immer, Live, Tagebuch, Produktvorstellung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.